Lebensmonaten so brutal misshandelt, dass ich nicht überleben konnte. Könnte ich doch nur für mich selbst sprechen, denn ich bin Brianna Lopez. Ich war ein neugeborenes Baby, eingehüllt in Unschuld, geboren in eine Familie, die meine Unschuld nicht schützen konnte. Statt Liebe und Fürsorge erfuhr ich Misshandlungen und Vernachlässigung. Statt Wiegenliedern hörte ich nur die Stimmen des Zorns und der Wut. Statt in weiche Decken gehüllt zu sein, wurde ich mit blauen Flecken und Narben übersät. Mein Vater, meine Mutter und mein Onkel, die Menschen, die mich beschützen sollten, wurden zu meinen Peinigern. Sie schlugen mich, warfen mich gegen Wände, ließen mich stundenlang allein, ohne Nahrung oder Komfort. Selbst im Schlaf fand ich keine Ruhe, da sie mich weckten, nur um ihre grausamen Spiele fortzusetzen. Die Spuren meiner Misshandlung waren deutlich sichtbar. Mein kleiner Körper war mit Prellungen übersät, meine Knochen waren gebrochen und mein zartes Gehirn war schwer verletzt. Doch trotz meiner offensichtlichen Verletzungen schien niemand die Wahrheit hinter meinem Leiden zu sehen. Niemand schritt ein, um mir zu helfen. Mein kurzes Leben endete, als ich gerade einmal 5 Monate alt war. Ich wurde